wagt. Der, der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Chicken Can, yes he can, unser Man. Der mit Tieren spricht und der, der tückisch ist. Der kein Schisser ist und der hält, was er verspricht. Das ist Can, Chicken Can, Chicken Can. Hey Leute, ich bin hier im Hamburger Hafen. Sogar mittendrin im Hafen, im Hafenbecken. Ist eine ganz lange Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Deswegen geht's jetzt gleich los. Hier kommt der Wer passt auf im Hafen-Check. Der Hamburger Hafen ist der größte in Deutschland und sogar der drittgrößte in Europa. Jedes Jahr legen hier über 10.000 Containerschiffe an und bringen Waren aus aller Welt. Die müssen sich dann das Hafenbecken mit anderen Schiffen teilen. Zum Beispiel mit Fähren, Paddelbooten oder riesigen Kreuzfahrtschiffen. Ich besuche heute die, die dafür sorgen, dass dabei nichts passiert. Und auch die, die da sind, falls doch mal was passiert. Und jetzt die Checkliste. Okay Leute, erstmal Checkerfragen suchen. Hier sind keine. Hier auch nicht. Ja, wo sind die denn schon wieder? Ach ja, hier in der Dose waren sie. Was kontrolliert die Wasserschutzpolizei? Wie schnell kann ein Polizeiboot fahren? Und wie löscht die Feuerwehr ein Schiff? Das check ich für euch. Zuerst bin ich bei der Wasserschutzpolizei in Hamburg-Waltershof. Guckt mal, die haben sogar einen Rettungsring im Kofferraum. Die Autos sind mir aber heute total egal. Ich will auf ein richtig dickes Polizeischiff. Nein, das ist zu klein, größer. Nicht schlecht, ich will aber noch einen größeren Pott. Yo, das ist ein Schiff. Das halte ich an. Polizeischiff Ahoi, hier spricht Checker Can. Sind Torge und Katrin an Bord? Einmal hupen ist ja, zweimal nein. Kommt ihr mich abholen? Ja, yeah, die kommen. Okay, super. Ihr macht das gut. Ahoi. Okay, stimmt noch, stimmt noch. Hammer Schiff. Ich helf gleich mal mit. Ah, da habt ihr so eine Leine. Muss ja gar nicht helfen. Ich danke dir. Ja. Moin, moin. Moin, moin. Willkommen bei der Wasserschutz Hamburg. Oh. Ja, ganz schön krass hier am Bootsmann. Hi. Ihr habt ja ein cooles Polizeischiff. Ja, schön ist das, ne? Hammer, ey. Sowas gibt's nur in Hamburg, oder? Das gibt's nur in Hamburg in der Größe, ja. Super. Und was macht ihr jetzt gerade? Ja, jetzt wollen wir nachher auf Streifen fahren mit dem Boot. Auf Streifen? Und wo wart ihr eben schon? Eine kleine Patrouille auch? Genau. Einmal durch den Hafen geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und? Alles super. Ganz gut. Und jetzt willst du mitkommen? Was für eine Frage. Lein los. Super, und Klappe zu noch. Und jetzt können wir abdampfen. Jetzt kann's losgehen. Ja. Yeah. Mit einem richtigen Polizeischiff auf Streife. Das wollte ich schon immer. Oh, und da sind die Kollegen. Ja, das genau. Sind die Kollegen. Wie viele Boote habt ihr denn? Am Revier 4. 4 Stück. Und insgesamt 17? Ich weiß es nicht. 17 in ganz die Hamburg dann. Ja, über ganz Hamburg verteilt. Boah. Also, wenn ihr mal eine richtige Verfolgungsjagd auf dem Wasser habt, hat keiner eine Chance. Da hat keiner eine Chance. Bei 17 Booten könnt ihr ja hier jeden Nebenarm absperren. Genau. Lieber nichts anstellen hier im Hamburger Hafen. Was habt ihr denn für eine Ausrüstung dabei? Wie ganz normale Polizisten? Ja, wir sind ja auch ganz normale Polizisten. Nur manchmal auf dem Wasser eben. Ne? Ihr habt eine ganz normale Polizeiausbildung? Ganz normal an der Polizeischule erst, wo man dann alles lernt, was ein normaler Polizist auf der Straße auch weiß. Und das ist hier meine Dienstwaffe. Die ist auch geladen, cool. Im Notfall, was man sich natürlich nicht wünscht. Nee. Musstest du die schon mal benutzen? Nein, nur zum Üben. Du, Torge, schon mal eine wilde Schießerei im Hafen gehabt? Gott sei Dank noch nicht. Aber ziehen musste ich die Waffe schon mal. Dort wurde jemand mit einem Messer bedroht. Oha. Ein Polizeischiff wie dieses hat mindestens 4 Polizisten als Besatzung. Checker Can meldet sich auf der Brücke. Moin, moin. Moin. Den besten Überblick hat man auf der Brücke. Unter Deck gibt's ein Büro mit Schlafgelegenheit. Eine richtige Küche? Na, und Klo muss auch geben, ne? Zeit für die erste Checkerfrage. Was kontrolliert die Wasserschutzpolizei?
Die Wasserschutzpolizei hat im Hafen jede Menge zu tun. Die kommt bei Schiffsunfällen, regelt den Verkehr im Hafen, begleitet Schwertransporte oder jagt Verbrecher. Die sind aber nicht nur hier mit dem Schiff unterwegs, sondern auch mit dem Auto. Kommt im Hafen ein Containerschiff an, fahren Torge und Katrin mit dem Streifenwagen direkt zum Schiff. Und ich darf mit aufs Schiff. Ist eine absolute Ausnahme. Dieses hier kommt übrigens aus Asien. Da die Besatzung in Hamburg zum ersten Mal deutschen Boden betritt, kontrolliert die Wasserschutzpolizei, ob alle Crewmitglieder auch einen ordentlichen Pass haben. So ähnlich wie am Flughafen. Hier war alles in Ordnung. Also, Stempel drauf. Die Wasserschutzpolizei ist auch Umweltsündern auf der Spur. Immer wieder leiten größere Schiffe heimlich Abwässer oder Ölreste ins Meer. Und dass das nicht gut für die Umwelt ist, kann man sich vorstellen. Ich zeige euch mal, was passiert, wenn man Öl in Wasser kippt. Schaut mal, das verteilt sich alles an der Oberfläche wie so ein Teppich. Und es ist super schwer, das wieder rauszufischen. Außerdem ist es super schlecht für Seevögel und Fische. Wenn die Polizei so einen Umweltverpester erwischt, gibt's richtig Ärger und eine saftige Strafe. Was kontrolliert die Wasserschutzpolizei? Kontrolliert wird auf dem Wasser und auch an Land. Die Polizisten jagen Verbrecher, regeln den Verkehr, kontrollieren Pässe oder sind Umweltsündern auf der Spur. Gecheckt. Und jetzt eine Frage an euch. Welches Schild gibt es wirklich? A. Babyenten haben Vorfahrt. B. Wasserskifahren verboten. Oder C. Durchfahrt verboten für Wale. Die richtige Antwort gibt's wie immer am Ende der Sendung. So Leute, jetzt wird's spannend. Wir gehen auf Raserjagd und kontrollieren kleine, schnelle Boote. Damit uns keiner entwischt, steigen wir vom großen Polizeischiff auf dieses kleine um. Das fährt immer huckepack mit, ist blitzschnell und kommt in jeden noch so kleinen Kanal. Damit die anderen immer wissen, wo wir sind, nehmen wir noch einen GPS-Sender mit. Und jetzt kommt's. Das große Boot hält nicht an. Wir müssen bei voller Fahrt ins Wasser rutschen. Ob das gut geht? Wahnsinn, wie das Teil abgeht. So hat wirklich kein Verbrecher eine Chance. Hoffentlich werde ich nicht seekrank bei dem Geschaukel. Gelegenheit, um gleich mal meine nächste Checkerfrage loszuwerden. Wie schnell kann ein Polizeiboot fahren? Wenn man Raser auf Sportbooten jagen will, braucht man selbst ein schnelles Boot. Und wir sind schnell, oder? Sehr schnell. 26 Knoten. Oh, das ist viel, ne? 50 km/h. 50 km/h mit dem Boot, das ist super schnell. Weil es früher keine modernen Geschwindigkeitsmessinstrumente gab, warf man ein Seil mit einem Brett ins Wasser. In das Seil waren in gleichen Abständen Knoten gebunden. Je schneller das Schiff fuhr, umso mehr Knoten sausten in einer bestimmten Zeit über Bord. Diese jahrhundertealte Messmethode ist der Grund dafür, dass die Geschwindigkeit von Schiffen auch heute noch in Knoten angegeben wird. Ein Knoten entspricht einer Seemeile pro Stunde. Und weil eine Seemeile 1,852 Kilometer lang ist, entspricht ein Knoten einer Geschwindigkeit von 1,852 Kilometer pro Stunde. Wie schnell kann ein Polizeiboot fahren? Die Kleinen schaffen mehr als 26 Knoten, also fast 50 km/h. Die Maßeinheit Knoten stammt von einer alten Messmethode. Gecheckt. Den wollen wir kontrollieren. Jetzt kommen wir schon näher zur Kontrolle. Leute, der sieht ja aus wie ein Fischstäbchenschmuggler. Wir würden Sie gerne einmal kontrollieren. Wasserschutzpolizei. Wo der wohl die Fischstäbchen versteckt hat? Vielleicht in der Boje da? Egal, erstmal Führerschein kontrollieren. So sieht er aus. Und der Seebär sieht doch ganz nett aus. Das ist bestimmt kein Fischstäbchenschmuggler. So, ich gebe den immer wieder. Alles in Ordnung.
Und nicht rein, nicht reinfallen. Super, vielen Dank. Sehr schön. Gute Fahrt auch. Zurück zum großen Schiff. Ich sag mal Bescheid, dass wir wieder da sind. Hallo, wir sind wieder da. Wir haben einen erwischt, viel zu schnell. Nee, Spaß. Jetzt kommt der gefährlichste Teil unserer Kontrolle. Wir müssen mit dem kleinen Boot zurück aufs große Schiff. Und wieder bei voller Fahrt. Das machen die Polizisten, weil es bei Einsätzen oft auch schnell gehen muss. Also, alle gut festhalten. Damit es bei den kleinen und großen Booten im Hafen nicht drunter und drüber geht, gibt es Verkehrsschilder für Schiffe. Die heißen dann Seezeichen. Das hier heißt zum Beispiel Wasserskifahren verboten. Das sieht man ganz oft im Hamburger Hafen. Da ist einfach mächtig viel Verkehr und auf der Autobahn darf man ja auch nicht Skateboard fahren. Und noch ein Schild. Das heißt Vorsicht Drehwurm. Nee, Quatsch. Das heißt Wendestelle. Wenn so ein großes Containerschiff zum Beispiel wenden will, braucht es eine Menge Platz und Zeit. Kann schon mal eine Viertelstunde dauern. Und damit dann kein Stau entsteht, gibt es spezielle Wendestellen. Ich hätte auch noch ein paar Vorschläge für Schilder. Na? Zum Beispiel das hier. Achtung, Segelboote. Genau. Da muss man aufpassen. Ja. Und das hier. Was könnte das sein? Durchfahrt verboten für Wale? Vielleicht. Ja, stimmt. Vielleicht. Stimmt. Gibt's das? Nein. Nee. Das Beste zum Schluss. Was könnte das sein? Entenhauptstraße? Ja, Enten Mama haben Vorfahrt. Mama Ente und die Babyenten. Ja, also Mama und Babyenten haben Vorfahrt, soll das heißen. Emma. Gibt's das? Nein. Aber die haben Vorfahrt bei euch. Emma. Natürlich. Also ich finde, ein Vorfahrtsschild für Entenfamilien sollte man unbedingt einführen. Was ist mit dem Containerschiff? Wird das abgeschleppt? Der wird gedreht, Jan. Der kriegt jetzt Hilfe von den beiden Schleppern beim Drehen. Einer vorne, einer hinten, weil für den das Drehen im Strom recht schwierig ist. Okay, also ist hier so groß. Auf dem Fluss, wo es so eng ist, schafft er das nicht? Genau, richtig. Da braucht er ein bisschen Hilfe. Ne? Ah, ja. Ist viel Wind, viel Strom und dann helfen ihm die Schlepper dabei. Die Schlepper sind zwar klein, haben aber ordentlich Dampf unter der Haube. Krass. Die stärksten bringen es auf mehr als 20.000 PS. Das ist so stark wie 100 große Traktoren. Nur mit Hilfe der Schlepper schaffen es die großen Containerschiffe im Hafen, metergenau zu drehen und über die engen Fahrrinnen sicher zu ihrem Anlegeplatz zu kommen. Dabei können die starken Parkhelfer nicht nur ziehen, sondern auch schieben. Und noch wer passt im Hafen auf? Der Zoll. Der sorgt dafür, dass keine geschmuggelte Ware, wie verbotene Waffen oder Lebensmittel oder Rauschgift an Land kommen. Immer wieder finden die Zöllner auch vom Aussterben bedrohte Tiere, zum Beispiel seltene Schildkröten oder Papageien. Deshalb kontrolliert der Zoll oft jeden Winkel. Ein ferngesteuerter Tauchroboter untersucht sogar die Außenwand der Schiffe. Dort verstecken Schmuggler nämlich immer wieder Päckchen. Von den grünen Schiffen geht's jetzt zu den roten. Zur Hafenfeuerwehr. Hier bin ich mit Feuerwehrmann Lars verabredet. Er soll mir erklären, für was die Hafenfeuerwehr zuständig ist und wie ein Löschboot funktioniert. Hi. Hallo John. Moin. Moin. Zeig's mir das Schiff. Ja, gerne. Als erstes will ich wissen, was die Kanone ist. Die Kanone ist natürlich keine Kanone, das ist ein Wasserwerfer. Ein Wasserwerfer. Wie viel Liter haut denn der Wasserwerfer raus? Also, wir haben die Möglichkeit, ca. 6.000 Liter in der Minute. 6.000 Liter in einer Minute? Ja. Wie viele Badewannen sind denn das? Ja, wenn wir jetzt so berechnen, eine Badewanne gut 100 Liter, ja, dann sind das 60 Badewannen. 60 Badewannen in der Minute fliegen durch die Luft. Ich kurbel mal los. Ja, hau rein. Und hoch. Brand muss gelöscht werden. Ja, das muss aber schneller gehen. Oh. Und zieht durch. Los, das los, ist voll schwer. Okay. Oh, da kommt ein Schiff. Ja. Warte, das brennt. Das lösche ich jetzt. Ja, aber Vorsicht. Diese kleinen Schiffe wären mit 6.000 Liter in der Minute natürlich ganz schnell vollgelaufen und würden versinken. Das musst du natürlich auch bedenken. Können wir nicht mal aus Spaß jetzt hier so ein Schiff versenken? Nein, 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 nein. Ahoi! Ahoi! Das sind so die Hanseaten. Ja, genau. Ne? Guck mal, der mag gar nicht zurückgrüßen. Das ist so die hamburgische Kühle. Moin.
Dich haben die auch nicht gegrüßt, oder? Doch, im Grabe. Ach, schön. Ja, ja, sonst gibt's immer. Ja, ja, weil du von der Feuerwehr bist, kann man dich ja mal grüßen, aber mich nicht. Klar. Die Kanone hier, wie oft benutzt du die? Bei großen Schiffsbränden oder wenn an Kaianlagen, Lagerhallen brennen oder ähnliches, dann wird der Werfer in Aktion gebracht. Und wo sind die Tanks? Wir haben im Prinzip den ganz großen Tank der Elbe und können da unendlich Wasser aus der Elbe saugen. Wir nehmen das Wasser mit dem Boot aus der Elbe. Genau. Und noch was kann das Löschboot. Es kann auf Knopfdruck sein Führerhaus absenken. Krass! Das ist super wichtig, denn nur so kann das Löschboot auch durch Kanäle mit niedrigen Brücken fahren. Und davon gibt's viele in Hamburg. Ich komm mal rein. Ja, willkommen an Bord. Mann, so sieht man aber kaum noch was, oder? Ja, also die Sicht ist wirklich sehr eingeschränkt. Ich mach mal wieder hoch, ja? Ja, genau. Okay. Quietsch natürlich. Muss mal wieder geölt werden. Ja, ne? Genau. Gut. Wir haben Alarm. Alarm? Oh ja. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Ich glaube, die meinen das ernst. Ich komme einfach mal mit. Das Löschboot 11 hat abgelegt und fährt zum Einsatzort Tidekanal. Wo fahren wir denn jetzt hin? Wir haben jetzt einen Einsatz bekommen, Schiffsbrand. Dafür bist du aber ganz schön gelassen. Ja, aber wenn ich jetzt hier aufgeregt noch wäre, wenn du noch Panik kriegst, dann oder so, würden viele Sachen schief gehen. Okay. Also deshalb in diesen Gefahrensituationen muss man auch die Ruhe bewahren. Volle Konzentration einfach. Volle Konzentration. Das scheint wirklich ein Schiffsbrand zu sein. Okay, Leute. Ich versuche mal nicht mehr so viel zu stören. Lars, ich fahre jetzt die Masten runter, damit wir unter die Drücke durchpassen, ne? Auch das Führerhaus müssen die Feuerwehrleute absenken. Hoffentlich reicht das. Sieht ziemlich knapp aus. Wir sind jetzt auch gleich an der Einsatzstelle. Schnell rein in die Feuerwehrklamotten. Genau. Da hinten ist schon unser Einsatzgebiet, das rote Schiff dort vorne. Ist hierhin geschützt. Ja, ne? Genau. Ja. Sehr gut. Boah, ich glaube, da brennt's wirklich. Seeventile sind auf und Feuerlöschventil ist auf. Die muss gekühlt werden. Ja. Und wir können jetzt nicht so viel Wasser in das Innenleben rein. Ja. Bringen. Ansonsten würde das Schiff ja klar, würde es ja sinken. Genau. Weil wir sonst zu viel Wasser reinbekommen. Ja. Wassermann. Vorsicht mit der Tür, okay. Geht dann weiter runter. So, jetzt müssen wir an Bord, oder? Die Leute retten. Meine Wenigkeit würde in einem richtigen Einsatz ja auch so ausgerüstet sein wie du. Wie? Du hast keinen Helm auf, stimmt. Can, es war nur eine Übung. Na? Boah. Ja, super. Ach, so eine Übung. Oh, Leute, zum Glück. Sah aber ziemlich echt aus. Bei der ganzen Aufregung habe ich total vergessen, meine Checkerfrage loszuwerden. Wie löscht die Feuerwehr ein Schiff? Wie ein Löschboot funktioniert, wisst ihr jetzt ja schon. Wichtig ist, dass man immer auf die Bordwand zielt, um das brennende Schiff zu kühlen. Würde die Feuerwehr aufs Deck zielen, könnte das Boot mit Wasser verlaufen und sinken.
Zum Löschen müssen die Feuerwehrleute an Bord. Dazu können sie entweder von einem anderen Schiff übersetzen oder, wenn es richtig eilig ist, lassen sie sich samt Material von einem Helikopter abseilen. Das Löschen an Bord ist für die Feuerwehrleute richtig gefährlich. Im Schiffsbauch kann es bei einem Brand nämlich bis zu 1000 Grad heiß werden. Damit die Feuerwehrleute sich nicht verbrennen, haben die Schutzanzüge, sehen so aus, mit Sauerstoffflasche und Atemschutz. Gelöscht wird mit Löschschaum oder mit Wasser direkt aus dem Meer. Damit das Schiff auch beim Löschen an Bord nicht verläuft, wird das überschüssige Wasser wieder zurück ins Meer gepumpt. Wie löscht die Feuerwehr ein Schiff? Meist kühlt das Löschboot nur die Bordwand. Der Brand wird direkt auf dem Schiff bekämpft. Gecheckt! Übrigens, wenn man sagt, ein Schiff wird gelöscht, dann meinen Seemänner damit normalerweise, ein Schiff wird entladen. Die Feuerwehr hat damit gar nichts zu tun. Weiter geht's mit noch einer Übung. Auch wenn jemand ins Hafenbecken fällt, hilft die Feuerwehr. Bei unserer Übung soll ich aus dem Wasser gerettet werden. Damit mir nichts passiert, muss ich einen Überlebensanzug tragen. Der schützt vor Kälte und verhindert, dass man untergeht. So Leute, der Checker-Spezialanzug ist bereit. Oh. Soll ich das jetzt wirklich machen, hier im Hafenbecken? Jan, ich gebe dir die Garantie, dass die Rettungsweste sich automatisch aufbläst. Du musst bloß den Mut haben, ins Wasser zu gehen. Wenn Schiffe kommen oder so? Hier kommen jetzt keine Schiffe. Oha, ich weiß ja nicht so recht. Ganz schön dunkle Brühe ist das. Guck mal. Oha, soll ich da echt rein? Ah, okay. Oh. Oh. Hey, meine Rettungsweste ist gar nicht aufgegangen. Hilfe! Ich fühle mich ein bisschen wie so eine Boje. Ach, jetzt geht's auf. Na toll. Das ist ja stark. Oh, das wird ganz schön eng. Wie lange würde man das denn jetzt hier aushalten, so im Wasser? Also ohne den Anzug hier? Ohne den Anzug. Wie lange? Ich denke mal so 20 Minuten, dann fängst du an zu frieren. Im Winter hast du so 5 Minuten Zeit. 5 Minuten nur? Ja, genau. Und dann wird die Sache schon kritisch. Und was passiert dann? Als erstes Muskelkrämpfe, Atemprobleme. Dann kann man nicht mehr gut atmen. Bewusstlos kann man sogar werden. Und dann ertrinken. Oha. Gibt's hier Fische? Ja. Oh nein, es gibt hier Fische. Was? Ehrlich jetzt? Hau ab! Nein, hier gibt es Fische oder was? Ja, genau. Was für welche? Wobei man in diesem Hafenbecken tatsächlich mal... Was? Ey, nicht so eine Geschichte. Ein Walkadaver hochgehoben. Ein Walkadaver. Ja, genau. Und ich schwimme hier. Ja, genau. Ja, dann holst du mich jetzt hier raus? Ja, komm, lass uns hier rausgehen. Okay. Aber die Walleiche ist schon draußen, oder? Die ist draußen. Okay. Die einzige Wal bist du. Achtung. Hilfe! Ich bin ein Schiffbrüchiger. Checker. So. Oh, bin ich froh, wieder an Land zu sein. Oder zumindest auf dem Schiff. Oh Mann. Okay. Aber ich habe auch erstmal genug Fragen gecheckt. Ey, ich muss jetzt rein ins Warme. Ja. Und jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, welches Schild gibt es wirklich? A. Babyenten haben Vorfahrt. B. Wasserskifahren verboten. Oder C. Durchfahrt verboten für Wale. Habt ihr gemerkt, was richtig ist? Das hier heißt zum Beispiel Wasserskifahren verboten. Das sieht man ganz oft im Hamburger Hafen. Klar, Wasserskifahren verboten. Vielleicht. Die anderen waren natürlich Quatsch. Gibt's das? Nein. Nee. So Leute, zum Schluss zeige ich euch, was das Löschboot noch kann. Feuer frei aus allen Rohren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Der kombiniert und der auch mal spioniert. Das ist Can, Checker Can, yes he can, unser Mann. Der mit Tieren spricht, der türkisch ist, der kein Schisser ist.